Hallo und herzlich willkommen zu diesem Mischmasch-Video Daisy. Wir werden heute eine Julestunde Daisy spielen und ich werde es so ein bisschen zusammenschneiden, damit ihr mal seht, wie verrückt das Spiel ist und was das ein oder andere Spiel brauchen könnte. Auf jeden Fall, wir klicken schon mal auf Spielen, gehen auf den Server, der am besten leer ist, ja. Wir machen diesmal eher weniger mit Leuten. Auf jeden Fall, die Probleme jetzt mit anderen Spielern finden, habt ihr dann jetzt nicht direkt. Auf jeden Fall ist es halt, man kann nicht so wirklich direkt zusammenspielen. Und ich glaube, ich mache gleich nochmal den Hintergrundsound nochmal leiser. Weil der ist doch lauter als gedacht. Auf jeden Fall halt, sich zu finden ist ein bisschen kritisch. Du kannst da eine Karte finden, wie ich gehört habe, im Spiel. Aber ich würde euch empfehlen, dafür eine App herunterzuladen, wenn ihr euch halt irgendwie finden wollt und so und halt beim Ortsschilder gucken und so. Weil sonst ist das wirklich kritisch. Auf jeden Fall ziemlich chaotisch. Wenn man stirbt, alles futsch und ja. Den Rest seht ihr jetzt gleich. Und ja, ihr könnt ja dann auch mal eure Meinung dann zu dem Spiel unten reinknallen. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr das Ganze so ein bisschen schauen würdet. Ich werde es ein bisschen schneiden, sputen und ja. Und so den ein oder anderen Effekt reinknallen. Also ein bisschen interessanter zu gestalten als nur normal Gameplay. Damit ihr mal so eine grobe Vorstellung von diesem Spiel habt. Und ob ihr es lohnenswert findet, halt momentan kostet es so viel beim Play Store zumindest, 50 Euro das Game und ja. Auf jeden Fall, ja, beginnen wir jetzt jeden Moment. Ja, auf jeden Fall ein sehr chaotisches Spiel. Und wer weiß, vielleicht finden wir heute ein Auto und fahren vielleicht sogar schon ein Auto. Halt mal gucken, wie viele Videos ich zu diesem Spiel machen werde. Kommt jetzt drauf an, wie das jetzt bei euch ankommt. Weil jetzt zum Beispiel das Minecraft-Projekt, das kommt irgendwie total kunterbunt irgendwie an. Aber es wird angeguckt und das finde ich gut. Und geht mal der schwarze Bildschirm weg. Sag mir nicht, das Spiel schmeckt gerade ab oder so. Spiel, hallo? Hört ihr mich überhaupt noch? Da sieht man die Qualität des Spiels. Also man darf nicht zu viel erwarten. Hallo? Hallo? Ja, genau du. Ich bin der Zukunftstrain Cat Black. Ich werde es so ein bisschen nachkommentieren. Ich kann das jetzt nicht genau mit den Zehen angucken oder so. Auf jeden Fall, wir haben jede Menge gefunden und so. Und ja, ich habe jetzt mal meine 2 Stunden Spielmaterial jetzt in 10-facher Geschwindigkeit so abspielen lassen, damit es mal ganz schlicht zu sehen ist. Was während so 2 Stunden erreicht werden kann und passiert. Und ja, ich melde mich dann nochmal gleich, als wie ich es auch schon so gesagt habe in den Aufnahmen, aber jetzt ein bisschen weggenommen habe, wo ich jetzt aber nochmal kurz darauf eingehen werde. Halt, das Spiel hat noch so die ein oder andere Macke, aber es ist ganz gut und so zwischendurch zu spielen ist wirklich ganz nett. Nur die Tore sind so ein bisschen bitter und ja, ich melde mich aber nochmal gleich zu Wort. Solange viel Spaß mit dem Speedclip von DayZ. Thank you.
sind wir fast am Ende der Reise. Wie man jetzt gleich sehen wird, ja, eine der Probleme der Spiele. Wenn man blutet, erkennt man das nicht unbedingt so gut, weil unten ist ja nur eine Zahl mit einem Blutungszeichen, wie ihr seht. Und neben dem Lebensanzeig das Blutsymbol, was immer niedriger wird. Und ja, das war eventuell sehr bitter, weil der Weg war nicht kurz. Also, ja, ich zeige euch gleich auch nochmal die Karte, was wir für eine Distanz gemacht haben. Von wo wir gestartet haben, wo das Ende war. Und ja, da sieht man, wie lange man braucht, um überhaupt irgendwie voranzukommen, wegen Essen etc. pp. Und halt wegen Sachen gucken und so, das ist halt auch nochmal so das Ding. So, da seht ihr die Karte, von ganz unten haben wir gestartet und sind bis nach da oben gelaufen. Auf der Karte sieht es nicht gerade groß aus, aber in meiner Spielzeit war das schon sehr lang, ja. An dieser Stelle hoffe ich wieder, dass es euch gefallen hat, bis zum nächsten Video und ja. Und wie ihr noch kurz seht, wir sind da gespawnt, wo wir am Anfang waren. Ja, toll. Bis zum nächsten Mal. Bleibt katzig genug. Nicht vergessen zu bewerten und so. Miau.